Ich bin hier vor der Gaststätte Flickflack in Biblis. Und das ist die erste Station meiner Sommertour. Wir besuchen unter anderem Corona-Helden. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie kostenlose Mahlzeiten für Hilfsbedürftige abgegeben haben. Jetzt ist ja die Corona-Zeit gerade für die Gastronomie eine sehr bittere Zeit. Mich würde also ein bisschen interessieren, deswegen bin ich da und das Ganze ist ja öffentlich, nicht im stillen Kämmerlein das Gespräch. Ich finde, Helden müssen auch nach außen strahlen. Was waren so Ihre Erfahrungen der Corona-Zeit? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, kostenlos Essen abzugeben? An wen haben Sie das abgegeben? Und mich würde auch interessieren, was ist dann, nachdem Sie wieder öffnen konnten, für Sie losgegangen? Ganz einfach kurz, da gesagt, okay, wir gucken für alle, ja, die es möchten. Ganz einfach. Und so haben wir losgelegt. Dazu ist dann Biblis ist Bund dazugekommen, die haben uns dann geholfen. Ja. Die haben dann die ganzen Helfer, die für die Bedürftigen also eingekauft haben und so, und die sind dann gekommen zu uns zum Essen holen. Ja, und dann halt natürlich viele vom Verein haben angerufen, ja, und haben gesagt, du, wir würden das auch gerne in Anspruch nehmen. Und da haben wir einfach eine Spendenbox hingestellt. Ja. Ja, und haben wir gesagt, okay, wer das Essen holt, wenn er möchte, kann er was spenden. Ja. Oder aber er sagt ganz einfach Danke und lächelt uns an, das reicht auch. Mhm. Ja. Und die Spende haben wir dann einfach gesagt, okay, wir sammeln die Spende und geben die weiter. Das haben wir dann auch gemacht. Und es sind dann in der Zeit sind über 4.000 Euro zusammengekommen, die gespendet worden sind und die wir dann auch weitergegeben haben. In einer Zeit, in der sich wirklich viele, gerade im Bereich der Gastronomie, große Sorgen gemacht haben, wie es weitergeht, wie das mit dem eigenen Einkommen ist, im Prinzip dann ihre Arbeitszeit eingesetzt haben und dann auch noch die Spenden, die ja eigentlich Sie für Ihre Arbeit bekommen haben, weitergegeben haben. Also Sie hätten ja auch sagen können, das ist irgendwie ein bisschen ein Ausgleich für das, was Sie da reinstecken, aber Sie haben es weitergegeben, und zwar zu 100%. Und das ist schon das, was Sie zum Corona-Helden und zum Vorbild macht. Also dafür ganz vielen Dank. Ich kann mir nur wünschen, dass viele vielleicht gerade deswegen jetzt sagen, und sie gehen hierher und gehen hier essen und gehen hier was trinken und sorgen dafür, dass sie in der Zeit, die wir haben, ein gutes Auskommen haben. Man kann sich, wenn man insbesondere wenn man draußen ist, in der Gastronomie, also in der frischen Luft, auch wirklich sicher fühlen. Und auch mit den Abständen, die man innen drin wahren kann, ist es eigentlich wirklich fein. Und ich kann jeden dazu aufrufen, auch wieder essen und genießen zu gehen. Das erhöht auch das Immunsystem.